Wir sollten Medizin benutzen. Use Medizin. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir keine Medizin hier in der Nähe. Dazu wären zum Beispiel diese Tabletten ganz gut. Wenn ich da jetzt wieder zurückkommen würde, jetzt mal ein bisschen auf die Schnelle. Vielleicht sollten wir das erstmal tun, ich weiß es nicht. Vielleicht hilft es uns, vielleicht aber auch nicht. So, wo muss ich zurück? Ja, oh. Och du Schande, du Schande, du Schande, du Schande. Also uns geht's gar nicht gut. Was ist denn das dort unten? Ach, das ist das Wasser. Der Mond spiegelt das Ganze wieder. Ich muss jetzt hier dringend wieder zurückfinden. Und jetzt hier so im Dunkeln sieht man das wirklich. Wirklich sehr schwer. Oh, ich glaube, wir kriegen das so nicht hin. Shit, 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 shit. Was haben wir uns dabei nur gedacht? Ah, ja. Wir brauchen Medizin. Aber ich sehe jetzt hier mittlerweile gar nichts mehr. Das wird immer dunkler. Schande, wo bin ich denn hier? Jetzt mal ohne Spaß, ich sehe hier gar nichts mehr. Da liegt er. So, er hat schon sein Feuerzeug angemacht. Aber wenn ich laufe, ist das trotzdem noch sehr dunkel. Hier laufe ich schon wieder zur Richtung Wasser runter. Wo haben wir denn unsere Karte? Die muss ich nochmal kurz öffnen. Was sagt die denn uns? Kompass. Schwer zu erkennen, wo wir jetzt wirklich hin sollen. Schließen wir unser Buch wieder. Du Schande, wo war denn jetzt der Weg zurück? Ich renne jetzt hier gerade total unkontrolliert hier hin und her. Hier, wo geht es hier runter? Ach. Mist. Das war eigentlich eine relativ gefährliche Sache, die wir jetzt hier gerade starten. Ich sehe hier wirklich nichts. Ich kann hier nicht erkennen, wo man hier lang kann und wo nicht. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Was machen wir denn jetzt? Grab rocks and fallen sticks hard to learn more. Sticks can be used to construct makeshift torches, which will help you see at night. You can also swing through torches to protect yourself from aggressors. Pressing LMB quickly will swing your torch. You can throw your torch by holding LMB for several seconds and then releasing. Rocks and many other items can also be used for defense. Sticks can be used. Sticks liegen hier unten anscheinend. Ja, unsere Medizin. Aber wir haben hier keine Sticks in der Nähe. Oder sehe ich sie einfach nur nicht? Wenn, dann müsste ich einfach nur mal schauen, ob wir hier... Da können wir hier was aufnehmen. Hier sind doch Stöcke. Nimm die mal auf. Na, komm schon. Ja, nimm die auf. Schnell. So, jetzt haben wir die erstmal angezündet. Jetzt sehen wir schon mal wieder ein klein wenig mehr. Können wir denn jetzt hier lang nochmal, Mensch? So, da ist unsere Holz. Unsere Holzbrücke. Ja, du brauchst die Medizin, ich weiß, aber ich kann dir momentan so nicht helfen. Ich hoffe, wir gehen jetzt hier in diese richtige Richtung. Ja, hier sind wir schon wieder. Wir sind jetzt hier bei der Hütte. Wir müssen jetzt aber noch hier weiter zurück. Ich muss mal kurz schauen, wo wir hier wieder zurück müssen. Wir können diese Pflanzen nämlich mitnehmen und dann kriegen wir... Da müssen wir lang. Diesen Weg nehme ich jetzt kurz hier wieder ganz und gar zurück. Wir hätten uns wahrscheinlich auch irgendwo hinlegen können. Die Möglichkeit haben wir nämlich auch irgendwo. Ja, ich weiß, dass du eine Medizin brauchst, aber wir müssen erstmal kurz zurück. Ansonsten wird das nichts.
War hier nicht noch eben Weg? Natürlich, hier ist nur noch Weg. Aber der Weg kann doch hier nicht mittendrin enden. Hä, seid ihr verrückt? Jetzt endet hier der Weg. Ach, wo soll ich denn jetzt lang? Mensch, hier hoch? Kann das richtig sein? Ja, hier könnte es richtig sein. Ne? Was ist denn jetzt los? Ach, hier ist die... Hier ist jetzt die Map zu Ende, oder wie? Ja, ich glaube, dann sind wir hier wohl falsch. Aber hier führt doch so ein kleiner Weg lang. Komisch. Ja, jetzt hustest du immer... Ach, du Schande, jetzt haben wir keinen... Keine Stöcker mehr. Nimm mal wieder ein paar Stöcke auf. Du musst sie aufnehmen. Ich sehe doch sonst noch nichts. Wie soll ich dir denn helfen? Wenn du sie nicht nimmst. Shit. Ich glaube, wir kriegen das. Wird immer schlimmer mit unserer Krankheit. Aber er nimmt die Stöcke auch nicht auf. Schade, dass er sie nicht aufnimmt. Mir wurde ja gesagt, dass man irgendwie Sticks oder so aufnehmen kann, aber nimmt sie nicht. Eieieiei. Das heißt, wir müssen uns also mit unserem Feuerzeug hier weiterhin durchschlagen. Obwohl ich hier damit rein gar nichts erkenne. Und damit meine ich auch wirklich rein gar nichts. Ja. Er nimmt aber keine Stöcke. Das ist doch doof. Kann man hier die hier nehmen? Nee. Tja, wie soll ich denn sehen, wo lang? Das ist das Schwierige daran. Das erkenne ich mit dem Feuerzeug hier einfach nicht. Und jetzt einfach hier so die Nacht so zu überleben. You are thirsty. Press hard to learn more. With this topic. You have become thirsty and should drink water soon. Water can be obtained in freshwater lakes. Ja, das kenne ich ja schon. Aber das Problem ist, ich sehe hier gerade nichts. Kann somit auch nichts trinken. Oder bin ich hier gerade in der Nähe von Wasser? Es ist einfach schwierig. Ich sehe hier nämlich nichts. Ich bräuchte jetzt irgendwie der Stöcke für Fackeln. Aber ansonsten, dann verschwimmt es natürlich immer so ein bisschen, wenn er hustet. Das heißt, ich erkenne dann noch weniger. Hoffentlich ist die Nacht bald vorbei. Wenn wir die überhaupt noch überleben. Aber ich hoffe doch. Guck mal hier weiter runter. Ach Mist, das haben wir uns jetzt ein bisschen verspielt, würde ich jetzt mal so sagen. Guck mal nach links oder nach rechts. Eieieiei. Ich weiß wirklich gar nicht, wo ich hier gerade rumrenne, weil ich hier nichts sehe. Das ist einfach... Feuerzeug, aber ich glaube, wir sind... Sind wir noch auf irgendeinem Weg? Doch, wir sind doch hier noch auf dem Weg. Also auf irgendeinem sind wir hier noch geblieben. Ja, du hustest, ich weiß. Aber wenn du nur hustest, kann ich dir auch nicht helfen. Denn ich sehe nichts. Schade. Wird jetzt auch immer schlimmer, habe ich das Gefühl, weil... Ja, aber wir haben ja... Wie gesagt, mir wurde gesagt, man kann Stöcke aufnehmen. Und man nimmt anscheinend doch nicht jeden auf, der hier rumliegt. Oh, das erschwert dann das Ganze natürlich um eine Menge. Wie sieht es mit unserer Gesundheit allgemein jetzt wirklich aus? Ja... High Fever, use Medizin soon. Ach, Mist. Ja, ich will ja auch Medizin benutzen, aber ich habe keine... Oder habe ich noch irgendwie Inventar? Irgendwie war noch so eine Geschichte mit Inventar. Notes. Und dann gehen wir mal hier ein, weiter nach rechts. Basic Medizin. Aber wir haben anscheinend keine mehr mit, oder wie, oder was?
Genau, trink erstmal was. Gute Idee. Erstmal was trinken. Ganz gute Idee. Also, wie sieht es jetzt noch sonst noch aus mit unserer Gesundheit? Wahrscheinlich, dass wir die Medizin benutzen sollen, aber wir haben keine mit. Use Medizin soon, ja, das ist das Problem, wir haben keine mit. Nehmen wir mal kurz unser Buch. Haben wir wirklich keine Medizin mehr mit? Nimm, Basic Medizin, nimm. Oh, ein Glück, wir haben doch noch eine Medizin dabei. Mann, Errungenschaft, sogar zwei Errungenschaften haben wir jetzt freigeschaltet. Wie es aussieht. So, jetzt gucken wir mal schnell auf unsere Gesundheit. So, okay. Alter Schwede, das haben wir noch mal gerade so gerettet, aber wir hängen hier immer noch mitten in der Nacht. Kann das nicht mal langsam hell werden? Oder wir haben jetzt die Möglichkeit und kriegen ein paar Stöcke hier, sodass wir uns wieder ein bisschen brennende Äste machen können. Denn ich weiß so wirklich nicht, wo ich hier hinrenne. Ich renne hier einfach mal so durch die Botanik durch. Aber wir sind wieder auf dem Weg, merke ich gerade. Das heißt, wir können jetzt einfach mal theoretisch hier lang gehen. In der Hoffnung, dass wir hier somit irgendwo wieder zurückfinden. So, wo sind wir jetzt? Dort ist das Wasser und hier müsste es dann unter Umständen wieder hochgehen. Ja, das stimmt auch. Wir können jetzt geradeaus. Wir könnten aber jetzt auch hier rechts. Ich gehe jetzt mal geradeaus weiter. Vielleicht bin ich dadurch richtig, vielleicht auch nicht. Marschieren wir mal wieder über die Holzbrücke. Aber wenn wir über die Holzbrücke marschieren, dann sind wir doch gleich wieder unten beim Wasser, oder nicht? Was ist das dort hinten? Dort hinten steht doch was. Ach nee, doch nicht. Das war eben nur so ein... Das Blatt, das sah eben so komisch aus. Na, dann gehen wir einfach mal hier durch. Wenn es dann funktioniert. Hier runter und wir sind nicht beim Wasser. Oder wie? Oder was? Nein, du bist... Nein, du sollst nicht schwimmen. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Geh mal weiter nach rechts, weiter nach rechts, weiter nach rechts. Schnell wieder rauf. Geh rauf. Och, du Schande. Nee, wir wollten nicht schon wieder schwimmen gehen. Das war's beim letzten Mal schon. Eine Katastrophe, die wir uns da erlaubt haben. Nicht nochmal. Jetzt müssen wir wirklich ein bisschen vorsichtiger werden. Aber unsere Gesundheit ist noch okay, oder? Ja. Die ist noch wunderbar. Das heißt, wir können also noch ohne schlimme Sorgen noch weitergehen. Schlagen uns jetzt hier einfach mal durch. Ich erkenne hier gerade leider so wenig. Oh, wo gehen wir denn? Oh, wir gehen jetzt gerade hier so ein... Ach, kommen wir nicht hoch. Nein, nein. Das wollte ich nämlich eigentlich vermeiden, dass wir dort runterrutschen, weil dadurch verletzt er sich ja auch. So, hier müssen wir jetzt mal kurz aufpassen, dass wir hier nicht wieder ins Wasser fallen, sondern hier an der Küste bleiben. So, wie lange dauert denn die Nacht? Das ist ja Wahnsinn. Das Gefühl, es ist schon länger Nacht als Tag. Du Schande, du Schande, du Schande. Das ist einfach schlecht, was wir hier machen. Hier sollten irgendwie einen Weg finden, um hier wieder rauszukommen. Gehen wir mal hier wieder am Wasser zurück und dann links oder rechts oder wo könnten wir noch lang? Wir könnten nach hier rechts. Ja, hier kommen wir nämlich rum. Achtung, da ist wieder Wasser. Das heißt, wir müssen hier also wieder durch.
Meine Güte, was wir dem alles zumuten, hier durch Gebüsch und Tal zu wandern. Meine Güte. So, dann sind wir hier nämlich wieder raus. Dann kommen wir nämlich hier wieder zurück. Und dann müssten wir jetzt eigentlich... Hier links kommen wir noch lang. Wenn das denn funktioniert. Aber ich werde mal schauen. Aber es scheint, glaube ich, ganz gut zu funktionieren. Es wäre natürlich nett, wenn man ein bisschen Holz finden würde. Dann könnte ich mir nämlich wieder kurz... dieses andere Licht machen, dann sehe ich viel besser, wo ich lang kann noch. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich zurück, um noch ein bisschen Medizin zu holen, aber das wird ja wohl so nichts. Was sagt die Karte dazu? Die Karte sagt auch nicht wirklich dermaßen viel dazu. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich bin. Ich muss das irgendwie markieren können, damit ich weiß, wo ich bin. Aber wie war das? Oder wie soll ich da interagieren? Das ist das Schwierige, was mir jetzt gerade so ein bisschen ein Rätsel bereitet. Aber ich wäre der ganzen Sache auch sehr dankbar, wenn es langsam mal hell werden würde. Ich sehe den Mond gar nicht am Himmel. Doch, da ist er. Wandert er? Oder steht er dort? Ich glaube, der wandert noch. Aber wohin? Und wohin wandern wir? Wir sind hier schon wieder ganz in der Nähe vom Wasser. Aber wirklich ganz in der Nähe. Aber ich wollte jetzt hier mal von der Küste eigentlich weg. Aber wo komme ich hier am besten von der Küste weg? Das ist das... Oh, es ist so dunkel hier, echt. Das ist wirklich schwierig. Man glaubt es kaum, aber man erkennt in dieser Dunkelheit hier einfach nichts. Deswegen hätte ich jetzt gerne ein paar Stöcke. Denn dieses Feuerzeug alleine bringt mir nichts, denn ich sehe nichts. Und wenn ich mir noch überlege, dass wir hier wahrscheinlich nicht alleine sein werden. Oh mein Gott. Wohin soll das führen? Wie soll das enden mit uns? So, ich glaube, wir haben jetzt wieder so einigermaßen zum Weg zurückgefunden. Jetzt gehen wir mal hier einfach... Aber hier gehen wir jetzt nicht wieder zur Küste runter, oder? Nee. Dann mal hier rechts. Weiter. Und hier scheint der Weg schon wieder zu enden, oder was? Ja, hier scheint aber schon kein normaler Weg mehr zu sein. Sind wir also doch wieder... Ach, er läuft auch relativ schnell. Der bleibt auch nicht direkt stehen, wenn man auch wirklich die W-Taste nicht mehr drückt. Der läuft immer noch so ein bisschen nach. Eigentlich auch ganz interessant.